Ja, das hier wird er ganz problemlos gewinnen hier gegen die Berstlinge, warum er überhaupt die Verteidigungsdrohne hier gestellt hat. Ich weiß nicht, die sieht man nicht allzu häufig in eigenen Spielen, weil man darauf nicht achtet. Aber hier, ihr seht es ja, gegen was das effektiv ist. Das sorgt einfach dafür, dass die Einheiten, dass die Geschosse aus der Luft gepflückt werden. Und Berstlinge sind nun mal keine Geschosse. Hier, noch ein Drop hier für Bloody Good auf die nächste Bootstätte von Red Red. Und er kann sich hier den Stim leisten, denn hier sind so viele Medivacs drüber, dass es sofort wieder weggeheilt ist. Die hier wird er jetzt verlieren. Und ein weiterer Angriff, aber er traut sich noch nicht so ganz rein. Aber das Schöne ist, er hat hier auf jeden Fall die Möglichkeit, richtig viel Druck zu machen, denn Reddit hat hier seine gesamten Tech-Einheiten verloren. Das heißt, er hat jetzt nur noch auf T1-Einheiten Zugriff und muss jetzt hier sogar seinen Brutschleimpool neu bauen. Oder hat hier unten neu gebaut, baut hier oben nochmal einen. Einfach um weiter Einheiten zu produzieren. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Ja, Bloody Good hat nicht mehr viel. Aber es reicht. Er hat nicht viel, aber es reicht. Red Red, ich würde sagen, hauptsächlich einfach, weil Red Red hier verpasst hat, seine vierte und fünfte Expansion rechtzeitig zu nehmen. Und, naja, der Creep Spread könnte besser sein. Ich quengel jetzt einfach ein bisschen rum, denn im Moment passiert überhaupt nichts. Der Creep Spread könnte besser sein. Er hätte hier vorher in die, oder zumindest in das Gebäude für die Anti-Air-Einheiten bauen können, denn es kamen die ganze Zeit Drops. Es war jetzt nicht so wie bei mir, dass es die ganze Zeit ein Bodenkampf war und plötzlich kamen Banshees aus dem Nirgendwo. Da hätte ich trotzdem mitrechnen können. Aber Red Red hatte hier alle Anzeichen für eine für Lufteinheiten. So, Brutschleimpool vernichtet. Zum Glück hat Red Red hier oben eingebaut. Das heißt, er ist jetzt nicht komplett hilflos, was hier den Einheitenmorph angeht. Aber Bloody Good bewegt sich hier mit einer ziemlich konstanten Geschwindigkeit hier nach vorne, kann den Creep auch zurückdrängen. Und ich denke nicht, dass Red Red hier das nochmal rumreißen kann. So, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für einen Angriff. Wobei man auch sagen muss, diese Panzer sind hier, also selbst mit dem Level 1 Upgrade, so unglaublich krass. Und auch die vollen Türme hier, die vollen Bunker. Ja, und wieder hier Medivacs auf dem Feld ohne nur die geringste Befürchtung zu haben. Bloody Good braucht sich überhaupt nicht überlegen, ob er sie wegbewegt oder stehen lässt oder auslädt oder drinnen lässt. Das ist komplett egal, denn hier die Queen, wie viel macht die hier? 9 Schaden an so einem Medivac. Also da verliert man Medivac, wenn man echt unachtsam ist. Aber das ist einfach sehr, sehr ärgerlich, dass da Red Red nicht mehr Druck machen kann. Ihr merkt schon, ich bin so unparteiisch wie nötig, aber so parteiisch wie möglich hier. Natürlich, ich drücke die Daumen für Red Red. Aber das sieht ganz und gar nicht gut aus. Vor allem jetzt hat Red Red, glaube ich, auch die Eco im Eco, ja, wurde wieder halbwegs ausgeglichen. So, jetzt kommt hier der Angriff. Und das, oh, das könnte eigentlich richtig fies werden. Hier, der Tank wird ausgeschaltet. Und jetzt muss Red Red sich ja auch einfach mal auf die Tech-Gebäude konzentrieren. Nicht hier unten Bunker auseinandernehmen und lustig mit den Viechern hier spielen, sondern die macht hier schon richtig viel Schaden. Und da ist doch noch schon einiges hinter. Und doch, da wird er richtig fies auseinandergeflickt. Meine Fresse, das ist nicht schön anzusehen. Es ärgert mich. Denn es war richtig anzugreifen. Es war absolut richtig. Aber ja, Red Red kriegt sie nicht mehr rumgerissen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Na, Zerklinge sind halt auch leichte Einheiten und wenn da dann auch noch Bändlinge drin sind, dann schmilzt die Einheitenkomposition zusammen. So, 2 weitere Banshees. Wieder mit Cloak-Potenzial. Wie sieht's mit Overseern aus? Da ist einer. Aber die Queen wird platt sein, bevor der Overseer ankommt, wenn hier jetzt der Cloak kommt. Da ist der Cloak. Red Red. Overseer. Wo ist er? Da hat er ihn, sehr schön.
Letztes Mal, als ich hier gegen die Cloak Banshees gespielt habe, habe ich meinen Observer erstmal suchen müssen und habe ihn nicht gefunden. So, jetzt ist der Overseer da, aber keine Queen mehr. Hyaliskenbau hat er auch nicht mehr. Hat er verloren hier oben. Also, das sieht ganz und gar nicht gut aus. Jetzt verliert er ja auch noch das Berstling-Nest hier gegen diese blöden zwei Cloak Banshees, weil ihm hier einfach die Möglichkeit fehlt, die Flugeinheiten anzugreifen. So, kann jetzt hier die Expansion angreifen, aber auch wenn er den Bio-Ball angreifen kann, ja, verliert er trotzdem wieder alles, weil, ja, Berstlinge halt, ne? Hat hier keinen Schaden an der Eco gemacht, konzentriert sich jetzt hier auf die... Ah, das könnte klappen. Er müsste jetzt ja einfach die rumlaufen, auf die WBFs schicken. Ja, sehr schön. Das tut er jetzt auch. Aber hier, da ist natürlich richtig Feuerpower hinter. 41 Kills auf der planetaren Festung. 44. 48. Oh. Ist am Brennen. Und geht mit 60. 62. 64. Nein! Mit 64 Kills und 50 HP geht hier die planetare Festung. Jawohl! Jetzt nimmt das aber auseinander. Das kann hier... Ja, schön. Die Expansion hier, endlich die Knight zu einem riesigen Preis. Red jetzt hier mit 12.000 Mineralien in den Miesen. Gegenüber Bloody Good. Und Bloody Good hier aber schon wieder mit sehr viel Potenzial hier am Eingreifen. Kann hier den Creep Spread zurückdrücken. Kommt hier mit den Cloak Banshees an. Wo ist der Overseer? Der Overseer ist wahrscheinlich abgeschossen worden. Und... Ja. Ich glaube, das war's. Also Red Dead hat sich hier nochmal gut gerettet, aber ich glaube nicht, dass Red Dead... Also ist jetzt hier auf einer Base, die nichts mehr macht. Hat die Mineralien, um eine weitere Expansion hier zu bauen, aber ich glaube, das kann er nicht mehr zurückwerfen hier. Ah, und... Es ist ärgerlich. Hier Bloody Good auch wieder auf null Mineralien ist Bloody Good. Auf null Mineralien. Er kann nichts bauen. Er hat hier eine planetare Festung, die kann er nicht abheben. Das Einzige, was man machen kann, ist hier mit der Satellitenzentrale irgendwo hinfliegen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass hier die Terraner natürlich Mules haben. Ja, schön, dass Red Dead nicht aufgibt. Es ist richtig schön. Es sieht hier ausweglos aus. Aber es ist schön, dass er nicht aufgibt, denn das Spiel ist noch nicht vorbei. Denn ich glaube auch, Red Dead merkt hier, dass Bloody Good ziemlich große Probleme hat, hier noch seine Angriffe aufrechtzuerhalten. Aber wenn er jetzt hier hinten diese Expansion hier verliert und greift jetzt nochmal an, schön. Schön, greift jetzt hier nochmal an. Allerdings, die planetaren Festungen sind hier nicht zu unterschätzen. Also da hätte er vielleicht eher in die Main laufen sollen, anstatt sich hier um eine Expansion zu kümmern, die eh nichts mehr macht. Ja, kann hier Druck machen, aber ja, schon wieder diese scheiß Banshees hier oben in der Luft. Also ich meine, auch wenn die Marines hier guten Schaden an diesen Zerklingen angerichtet hätten, diese verdammten Banshees nehmen hier Red Dead ganz schön unter Feuer. Und hier, nochmal zwei Cloak Banshees mit einer Queen, alles gar kein Problem, selbst mit Overseer. Und ja, da gibt Red Dead auf, absolut verständlich, er hat hier keine Chance mehr, das rumzureißen. Aber ich hoffe, du ärgerst dich nur noch halb so viel, wenn du hier dieses Video siehst, denn du hast super gespielt, nur der andere, ja, hat noch nicht mal besser gespielt. Der andere hat, ach, ich weiß es nicht, ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, Mensch, hättest du das gemacht, oder Mensch, du hast nicht gesehen, dass der andere das gemacht hat. Also, eher auf die Lufteinheiten reagieren, das wäre, glaube ich, einfach das spielverändernde Element gewesen, hättest du hier die Medivacs und die Banshees besser abschießen können, anstatt mit Hydralisken lieber in die Mutalisken und richtig, richtig fett morphen. Also hier hättest du so viel Schaden anrichten können, guck dir das mal an. Hier, die Raketentürme stehen hier außen, aber hättest du einfach 100 Mutalisken gemorpht, hättest du hier die ganze Basis platt gemacht. Auf einen Schlag. Also sehr, sehr schade, aber schönes Spiel, langes Spiel und ja, ich bin raus.